Käfer ist immer noch ein sehr beliebtes Auto, ein sehr deutsches Auto. Dabei wird er schon seit 40 Jahren nicht mehr hier gebaut. Am 19.01.1978 lief das letzte Exemplar in Emden vom Band. Insgesamt wurden in Europa ca. 16,3 Millionen Exemplare montiert. Und weil die ja bekanntlich laufen und laufen und laufen, gibt es hierzulande noch einige davon. Horst Hoferichter hat einen Käferliebhaber in Zweibrücken besucht. Der ist bekannt in der Szene, denn er verkauft bis heute Ersatzteile. Der VW Käfer war weder schnell noch besonders sparsam. Dennoch wurde der Buckel Porsche mit luftgekühltem Boxermotor im Heck ein Erfolgsmodell rund um den Globus. Die ersten Käfer mit dem Kofferraum unter der Fronthaube konnte man 1947 kaufen. Danach war das Wirtschaftswunder auf vier Rädern aus Wolfsburg nicht mehr zu bremsen. Und der Käfer begeistert noch heute. Es ist der Klang, es ist die Optik, das Gesicht des Wagens. Und es sind die vielen Modelljahre, wo sich immer kleine Sachen geändert haben und wo man dann gedacht hat, den möchte ich auch noch haben, so wie er damals aussah. Die Holme waren mal dicker, die Fenster kleiner oder größer. Es gab ihn zum Schluss mit Armaturenbrett in Deutschland. Und so hat man immer einen Grund gehabt, noch ein neues Modell zu kaufen. Käferfahren ist heute auch eine Zeitreise, wenn man sich in den Käfer setzt. Das ist ein besonderer Geruch, je nach Fahrzeug. Und man fährt ganz entspannt. Es ist toll, über Landstraßen zu fahren. Man bekommt positives Feedback der anderen Autofahrer. Es ist einfach eine Zeitreise. Es entschleunigt und tut einfach gut. Alte Autos sind halt was Schönes. Und das Kultauto läuft und läuft und läuft. Jährlich reisen Tausende von Fans zu VW Käfer- und Veteranentreffen im Saarland und im Dreiländereck. Auch Thomas Koch ist auf einem Käfertreffen vom VW-Virus infiziert worden. Seitdem betreibt er TK Car Parts in Zweibrücken. Seine Firma berät VW-Oldtimer-Fans und kann auch Ersatzteile beschaffen. Ich habe vor einigen Jahren das Hobby zum Beruf gemacht. Mittlerweile habe ich 8 Mitarbeiter. Wir verschicken über 10.000 Pakete weltweit an Interessenten, die unsere Ersatzteile brauchen. Wir lassen seltene Teile auch nachfertigen und haben ein entsprechendes Netzwerk, wo wir alle möglichen Teile beschaffen können, Deutschland, weltweit, um eben den Liebhabern der Käfer- und VW-Busse zu ermöglichen, ihre Fahrzeuge weiterhin zu fahren und zu pflegen. Wer zum Beispiel einen Auspuff für seinen Originalkäfer braucht, der ist in Zweibrücken gut aufgehoben. Die Beratung gibt es gratis. Wie Sie den montieren, wissen Sie ja, hier an den Zylinderkopf und die Dichtungen nicht vergesse. Endrohre montieren und dann dürfte der Käfer wieder laufen wie vorher. Das mache ich. Zum Glück kann ein wirklicher Liebhaber und Bastler seinen Käfer noch selbst reparieren. Bei den heutigen Modellen unmöglich. Nach dem Produktionsende vor 40 Jahren in Emden wurde der Dauerbrenner noch bis 2003 in Mexiko montiert. Bis dahin ist kaum ein anderes Automobil so oft verkauft worden. Mehr als 20 Millionen Käfer liefen seit dem Produktionsstart aus den VW-Hallen.